Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal sind wir hier in Akkon angekommen, wo wir unser zweites Attentatsziel von den neuen, die uns Al-Mualem aufgetragen hat, eliminieren wollen, nämlich Garnier von Nablus. Und wie auch bei unserem letzten Attentat in Damaskus müssen wir jetzt natürlich als erstes mal ein paar Informationen über diesen Garnier sammeln, bevor wir das Attentat planen und schließlich auch durchführen können. Weil wenn wir nicht genug Informationen über das Attentat haben, dann geht es natürlich schief. So viel ist klar. Und deswegen mache ich mich da vorne auch schon mal hin zur ersten Untersuchung. Na klasse. Wir sind natürlich wieder Bürger, die verprügelt bzw. misshandelt werden. Und ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Ich kann da einfach nicht wegsehen. Ja, dafür werde ich sterben. Zack. Lass die armen Bürger in Ruhe. So, jetzt war's das mit dir. Und jetzt noch dein Freund hier drüben. Und zack. Das ging flott. So gefällt mir das. Ja, vielen Dank. Super. So, dann jetzt aber weiter in Richtung der Mission. Ja, ein Mörder. Ich habe ihr doch geholfen, prinzipiell. Von den Wachen gibt es eh viel zu viele. Gut, nein, das sollte man natürlich... So darf man natürlich nicht begründen, aber die Wachen haben halt die armen Bürger misshandelt. Und wenn ich die jetzt nicht umgebracht hätte, wären wahrscheinlich die Bürger... Ja, oder andere Bürger später auch noch dementsprechend misshandelt worden. Sag mal, wie weit ist denn das noch weg? Ganz ruhig, Freundchen, ich tue dir nichts. Habt ihr etwas zu sagen? Nein, ich gehe hier nur vorbei. Ich möchte nämlich, Alter, wo ist denn das? Na, auf jeden Fall ist da noch ein... da wird noch ein Bürger misshandelt hier. Ihr wisst ja. Tut mir leid um die Wachen und eigentlich geht es mir auch gar nicht darum, jeden Bürger zu retten. Aber wie gesagt, wenn ich schon direkt dran vorbeigehe, kann ich nicht einfach wegsehen. Das ging mir noch viel schneller als der letzte. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Ja, danke. Ich muss jetzt aber weg. Sonst habe ich gleich ein Problem. So, da haben wir jetzt Gelehrte. So, und jetzt möchte ich aber weiter zur Information kommen. Und tschüss. Mal ganz ehrlich, wo ist denn das jetzt? Das muss doch jetzt mal irgendwo hier langsam in der Nähe sein. Wisst ihr was, ich gehe mal jetzt erst zu dem Aussichtspunkt. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Dann gehe ich jetzt erstmal zu dem Aussichtspunkt, der hier ganz in der Nähe sein soll. Da oben wahrscheinlich dann. Na komm, hoch da. Okay, da willst du nicht hoch. Gut, dann machen wir es von außen. Dann halt von außen. Irgendwie, zumindest. Wahrscheinlich von hier. Och Gott, nein, er hat jemanden umgerannt. Mein Gott, wie kann er nur? Es kann ja nicht aus Versehen mal passieren, wenn man in Eile ist. Meine Güte, so komme ich hier hoch? Ich befürchte ja fast nein. Ach. So wird das nichts. Ach, lasst mich doch mal vorbei. So, hier komme ich doch aber hoch. Mein Gott. Kompliziert. Nein, ich kletter hier nur hoch. Warum bin ich deshalb des Wahnsinns gleich? Sind hier Wachen oben? Ja, Tatsache. Oh. Direkt an einer erstmal vorbeigelaufen. So, ja, du bist alarmiert. Ist mir jetzt aber egal. Man muss ja nicht jede Wache umbringen. So, hier. Wo ist jetzt der Aussichtspunkt? Hier drüben. Und dann haben wir den auch gleich. Oh, der war schon ein bisschen komplizierter. Ist hier oben auch noch eine Wache? Nö. Wer hat mich denn jetzt schon wieder gesehen? Ach, der da drüben. Ja. Soll sich mal nicht so haben. Der soll sich mal nicht so haben. Gut. Na dann, abwärts. So, und jetzt aber vielleicht wirklich mal weiter in Richtung der Information. Komme ich hier runter irgendwie schnell? Sieht nicht so aus.
Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Du wirst bluten. Ach, komme ich hier nicht irgendwie runter? Verdammt. Ach, scheiß drauf. Könnte ein bisschen wehtun. Ach, das geht sogar. Das ging sogar. Vom Wehtun her. Boah, wie schnell sind denn die auf einmal hinter mir wieder her? Ach, nö. Und, alle hopp. Hey, da war doch ein Haufen, dachte ich. Okay. Meine Güte. So, habt ihr dann aufgegeben. Und zack. So, dann jetzt aber mal gucken. Ja, ich habe aber leider kein Geld. Sorry, ich würde ja sogar wahrscheinlich welches geben, aber ich habe keins. Okay. Jetzt haben wir es aber geschafft. Okay, wir müssen... Wer könnte was wissen? Ach, wahrscheinlich die Wachen hier, ne? Na gut, dann setzen wir uns mal auf die Bank und hören uns mal an, was sie zu sagen haben. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Oho. Einige Wachen sind nicht auf Position. Damit lässt sich doch arbeiten. Gut, jetzt schauen wir mal, damit ich nicht wieder ewig laufe, weil das ist scheinbar doch ganz am anderen Ende der Stadt. Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Aussichtspunkt und gucken mal, ob wir noch ein paar Informationen bekommen. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ja, tut mir ja leid. Aber ich kann auch nichts machen. So, da oben muss das irgendwo sein. Ich habe aber schon wieder eine Wache gesehen, deswegen... Die tut mir ja fast schon irgendwie leid, aber weil die mich hier oben ja auch nicht dulden würde, muss sie leider dran glauben. Also wenn sie mich hier oben dulden würde, hätte ich ja gar kein Problem damit. Dann dürfte sie auch weiterleben, aber die haben ja immer das Problem, dass ich hier oben rumkletter, warum auch immer. So, jetzt war nichts wie hoch da. So, da oben ist aber bestimmt jetzt noch eine Wache, oder? Auf dem Turm. Der sieht so groß aus. Klar. Dreh dich mal bitte um. Zack. Das war dein letzter Fehler, sag ich mal. Armer Typ. Der stand ja eigentlich nur da, ne? Kann er mir fast schon irgendwie leid tun. So, aber wirklich, was herausgefunden haben wir bisher noch nicht. Außer, dass einige ja Bogenschützen bzw. Wachen auf den Dächern nicht auf ihren Posten sein werden. Das ist natürlich hilfreich. Das heißt, von den Dächern her brauchen wir uns keine großen Sorgen zu machen. Ja, wo sind denn die ganzen Informationen hier? Ich komme ja an gar keine Informationen. Muss ich wohl noch mehr Aussichtspunkte finden. Ich hätte gern schon noch ein paar mehr Informationen, muss ich sagen. Als dieser eine. Sonst wird das Attentat, glaube ich, nicht ganz so gut laufen. So, dann darüber. Na komm, gehen wir unten lang, nicht, dass uns irgendwie wieder eine Wache behelligt dann auf den Dächern. Und hier unten sind jetzt auch gerade nicht viele Leute unterwegs, das geht. Ja. Entschuldigung, ich hab einfach nichts. Ja, ich hab nichts, verdammt. Ja, ich hab total den Verstand verloren, warum kann ich da nicht hochklettern? So, dann halt hier. Ich hab da oben aber auch schon wieder eine Wache gesehen. Da, genau. Ja, die tut mir ja fast schon irgendwie leid. Wie gesagt, prinzipiell kann sie ja nichts dafür. Oh, verdammt. Okay, gegen dich die kleine Waffe. Zack. Gegen die ist, glaube ich, die schnelle Waffe ein bisschen hilfreicher. So, gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir ja hier noch ein paar Informationen. Und einmal wieder umschauen hier. Ist schon schön, dass wir mithilfe dieser Aussichtspunkte irgendwas sehen. Also ich würde hier ja nicht viel erkennen, muss ich ehrlich sagen. Nur um das mal so festzustellen. So, da hinten scheint ein Informant zu sein. Aha. Altair, er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen?
Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Ich bin hier in Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begannen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Alles klar, okay. Wir sind zwar eigentlich nicht dafür hier, aber wenn er uns wichtige Informationen vielleicht über Garnier geben kann, wäre das gar nicht so schlimm. So, wir haben also... Oh Moment, das ist doch ein Templer, oder? Der wird ziemlich... der wird dann aufmerksam, wenn ich den eliminiere. Also er will jetzt zwar nicht diesen Templer eliminieren, sondern einen Hospitaliter. Aber diesen Templer würde ich dann ganz gerne auch noch eliminieren. Weil der könnte sonst mal nervig werden. Wo war der denn jetzt? Da. Und zack. Schön. Hätten wir den eliminiert. Und dann kümmern wir uns jetzt um den eigentlichen Hospitaliter. Der unseren Assassinenbruder verfolgt. So. Schauen wir mal. Irgendwo hier soll er sein. Ah, da ist er. Oh, verdammt, sie haben ihn schon gefunden. Sie haben den Templer schon gefunden, das ist natürlich nicht gut. Ganz ruhig, mein Freund. Zack. Und zurück zum Informanten. Ach du Scheiße. Sie haben ihn gefunden. Also ich glaube den Templer. Och Mann, sorry, ich kann dir nichts geben. Ich habe nichts. Tut mir ja echt leid. So. Es ist getan. Er ist tot. Oh, ich bin so dankbar. Hier ist alles, was ich über Garnier von Nablus, den Großmeister der Hospitaliter, weiß. Garnier erlaubt seinen Patienten, die Flure der Festung zu begehen. Keiner außer Gelehrten darf seinen Arbeitsplatz betreten und die Dächer sind mit Bogenschützen bemannt. Sicher werden diese Informationen nützlich sein, um Garnier in die Hölle zu schicken. Na gut, wir wissen, die Dächer sind nicht ganz so mit Bogenschützen bemannt, aber wir wissen jetzt, dass niemand die Festung betreten darf, außer Gelehrten und Wachen. Nun gut. Vielleicht können wir ja, ich sag mal so, vielleicht können wir ja ein paar Gelehrte zu unserem Vorteil benutzen, ne? So, schauen wir mal an den nächsten Aussichtspunkt. Ach man, kann doch nichts dafür. So, warum kann ich hier nicht hoch, verdammt? Na geht doch, wollte doch sagen. Ach, da sind schon wieder welche, die armen Bürger hier fertig machen da drüben. Tja, sorry Leute, wenn ihr das mal lassen würdet, dann müsste ich euch nicht umbringen. Hey, warum bist du abvisiert worden? Okay, der kam gar nicht bis zu mir. Ich dachte, der könnte mich jetzt angreifen. Na, nun hör mal auf, mein Freund. Du hast dich schon einmal getroffen. Zweimal lasse ich das nicht zu. So, komm schon, das war's gleich mit dir. Meine Güte, die setzen mir aber gerade ganz schön zu, muss ich sagen. Ach du Scheiße, wo kommt denn der Dicke her? So, das war's mit dir. Okay. So, okay, das war's mit dem. Erlösen wir ihn noch von seinem Leiden. Weil die leben dann manchmal noch, genauso wie der da. Und reden mit der Frau. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Alles klar, gut. Haben wir wieder ein paar... Ach du Scheiße, die sind aber auch immer schnell, die Typen, ne? Muss irgendwo ein Nest von denen sein. Gut. Dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Aussichtspunkt und gucken mal, ob wir nicht wieder ein paar Informationen bekommen. Oh, ich höre schon einen. Der Garnier von, der behauptet, Garnier von Nablus sei unerreicht. Verdammt, ich glaube, da hat mich jetzt ein Bogenschütze gesehen. Und der wird nicht mehr lange zögern, bis er mich angreift. Okay, jetzt müsste ich auch weg sein. Ja. Den könnten wir dann auch mal befragen. Den guten, den guten Schreier da unten, der Garnier von Nablus so hoch lobt. So, wo ist denn jetzt der Aussichtspunkt hier? Ah, ich dachte schon auf dem Kreuz. Also von hier sieht man zumindest weit. Wahrscheinlich nicht viel, was auf dem Boden ist, aber man kann weit sehen. Diese Kirche hier. Und zack. So,
so, mein Freund. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ist der soeben in jemanden? Schon bald, meine Freunde. Schon bald wird der gute Doktor sich um euch kümmern. Habt Geduld. Wartet in Demut. So viele brauchen seine Hilfe. Und ihn gibt es nur einmal. Er arbeitet ohne Unterlass, um zu heilen und zu helfen. Aber gut Ding braucht Weile. Okay. Der Typ weiß bestimmt was über ihn. Wir verfolgen ihn mal. In eine entlegene Gasse und bringen ihn dann mal zum Reden. Ach Gott, wie viele Krugträger sind denn hier? Vor allem, die lassen ihre Krüge aber auch immer relativ einfach fallen, muss ich sagen. Gut, wir verfolgen ihn jetzt ziemlich offensichtlich, muss ich sagen. Aber gut. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauch das Geld. Ja, ja. Ist die Gasse entlegen genug? Hier schon ist die Frage. Ach komm, lass mich mal bitte in Ruhe. Sind das da Wachen da vorne? Nee. Wir könnten ihn hier verprügeln. Hier sind nur ein paar Leute. Hier ist ansonsten keiner. Na komm. So, Alter. Jetzt gibt's aufs Maul, Freundchen. Alter, was ist los gerade? Jetzt gibt's aufs Maul, Freundchen, sagte ich. Gnade, Gnade. Tötet mich nicht. Ich tue, was ihr verlangt. Ihr dient Garnier? Er befahl mir, diese Dinge zu sagen, damit das Volk nicht rebelliert. Um ihnen Hoffnung zu geben und sie geduldig warten zu lassen. Sagt mir alles, was ihr über den Mann wisst. Ja, ja, natürlich. Ich weiß, was hier vor sich geht. Was er wirklich tut. Fahrt fort. Sie sind gesund und unverwundet, wenn sie eintreten. Aber wenn er Hand anlegt, dann nimmt das Leid seinen Lauf. Also ist er kein Heiler. Nur ein kranker, grausamer Mann. Ich weiß nicht, was er tut, um sie vor Qualen schreien zu lassen. Aber es muss aufhören, bevor noch mehr leiden müssen. Werdet ihr ihn aufhalten? Deshalb seid ihr noch am Leben. Er ist vorsichtig. Ihr müsst die rechte Zeit abpassen. Geht zu ihm, wenn er seine Patienten behandelt. Dann vergisst er die Welt um sich herum. Geht voll und ganz in der Arbeit auf. Ja, dann müsst ihr zuschlagen. Ich danke euch für die Information. Dann lasst ihr mich gehen? Ich wünschte, ich könnte. Okay, also Zeitpunkt des Attentats. Der perfekte Zeitpunkt wäre, wenn er sich gerade um seine Patienten kümmert. Was ist das? Oh, verdammt, da ist natürlich schon einer wieder. Oh mein Gott. Ja, das glaube ich. Ich kenne diese Stadt in- und auswendig. Nur mir sicher. Ja, natürlich nicht. Okay, also wenn er sich gerade um seine Patienten kümmert, dann sollten wir ihn eliminieren. Gut, mal sehen, ob das so super funktioniert. Aber das wäre zumindest der Punkt, an dem wir ihn eliminieren. Oder der richtige Zeitpunkt, an dem wir ihn eliminieren wollen. Und zack. Oh, der war ja schön gelandet. Ach. Warum? Warum bedroht ihr immer wieder die Bürger? So, dann kommt mal her, Freunde. Mein Gott, ich kann meist gar nicht mein Schwert ziehen. Da greifen die schon an. Na gut, ich meine, warum sollten sie auch warten, ne? Huch, was habe ich mit der Lampe gerade gemacht? Ey, der war unfair. So. Dann erlösen wir ihn noch von seinem Leid. Ach, da kommt der nächste gleich schon wieder. Zieh dein Schwert, verdammt! So. Oh, heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Ja, ja, alles klar. Gut. Ich wollte aber eigentlich zu dem Aussichtspunkt, der hier ganz in der Nähe ist. Der müsste ja da, der da wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, da ist schon wieder eine Wache oben drauf. Ach, verdammt. Sorry, das war nicht mit Absicht. Vielleicht komme ich ja auf den Aussichtspunkt. Von da oben sehen sie mich eigentlich nicht. Ich glaube, das wird nichts. Der Aussichtspunkt ist dafür zu niedrig. Ja, der ist eindeutig zu niedrig. Ach, sorry, Leute, dann müsst ihr eben alle dran glauben. Und tschüss. Okay, der
haut wieder ab. Hat ja schnell aufgegeben. So. Holen wir uns noch den Aussichtspunkt. Ach du Scheiße, und er hat jetzt die Leiche gesehen. Sorry, dann musst du jetzt erstmal. Okay, der sieht mich hier oben nicht. Das ist jetzt irgendwie Kacke. So war das jetzt nicht geplant. Und tschüss. Ach Gott, jetzt müssen wir uns noch schnell in Sicherheit bringen. Ach mein Gott, das lief ja gerade wie geplant, an diesen Aussichtspunkt zu kommen. So quasi wie geplant, ne? So, wieder im Dachgarten verstecken. Gut, aber dann würde ich sagen, wie wir uns die restlichen Informationen über Garnier von Nablus holen. Ich meine, wir haben ja bisher schon ein paar ganz gute Informationen geholt, nämlich, dass einige Wachen auf den Dächern fehlen, dass nur Gelehrte in die Festung kommen und dass der sinnvollste Punkt oder der sinnvollste Zeitpunkt für ein Attentat genau dann ist, wenn er sich um seine Patienten kümmert. Aber wie wir die weiteren Informationen sammeln, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed. Bis dahin. Ciao.